Hi guys! Hallo Leute! Welcome back to German with Jenny. Today I want to talk to you about negations. And I also want to teach you the difference between kein and nicht. These two words are very important because they're both used in negated sentences. Let's try to find out more. Let's take a look at the difference between nicht and kein. They're both used to negate sentences in German, but they're used in different ways. Nicht is used to negate verbs, predicate adjectives, adverbs, numerals, proper nouns, nouns with a definite article, and nouns with a possessive pronoun. Kein is used to negate nouns with an indefinite article, nouns with attributive adjectives, and nouns with no article. The first rule you have to remember is that nicht follows the verb. Let's take a look at the first example. Ich bleibe. I'm staying. Ich bleibe. If you want to negate that sentence, you just have to place nicht after the verb. Ich bleibe nicht. I'm not staying. Ich bleibe nicht. Next example. Ich gehe nach Hause. I'm going home. Ich gehe nach Hause. The negated sentence would be Ich gehe nicht nach Hause. I'm not going home. Ich gehe nicht nach Hause. If you want to negate a separable verb, then you have to remember that nicht is placed before the separable prefix. Let's take a look at an example. Ich rufe ihn morgen an. I'm calling him tomorrow. Ich rufe ihn morgen an. The negated sentence would be Ich rufe ihn morgen nicht an. I'm not calling him tomorrow. Ich rufe ihn morgen nicht an. Another important rule you have to remember is that nicht follows the direct or indirect object. Ich verstehe das. I understand that. Ich verstehe das. The negated sentence would be Ich verstehe das nicht. I don't understand that. Ich verstehe das nicht. Ich kenne ihn. I know him. Ich kenne ihn. The negated sentence would be Ich kenne ihn nicht. I don't know him. Ich kenne ihn nicht. The direct object is ihn. So we have to place nicht after ihn. Sie vertraut mir. She trusts me. Sie vertraut mir. The negated sentence would be Sie vertraut mir nicht. She doesn't trust me. Sie vertraut mir nicht. You also have to remember that nicht always follows the verb sein. Das ist Herr Meier. This is Mr. Meier. Das ist Herr Meier. The negated sentence would be Das ist nicht Herr Meier. This is not Mr. Meier. Das ist nicht Herr Meier. With compound tenses such as the perfect tense or the future tense or modal verbs, nicht precedes the full verb at the end. Er hat ihm gestern Nachmittag geholfen. He helped him yesterday in the afternoon. Er hat ihm gestern Nachmittag geholfen. The negated sentence would be Er hat ihm gestern Nachmittag nicht geholfen. He didn't help him yesterday in the afternoon. Er hat ihm gestern Nachmittag nicht geholfen. Er muss sich morgen entscheiden. He has to decide tomorrow. Er muss sich morgen entscheiden. The negated sentence would be Er muss sich morgen nicht entscheiden. He doesn't have to decide tomorrow. Er muss sich morgen nicht entscheiden. Nicht also precedes the preposition that goes with time, manner or place. Wir kommen um 20 Uhr an. We're arriving at 8 p.m. Wir kommen um 20 Uhr an. The negated sentence would be Wir kommen nicht um 20 Uhr an. We're not arriving at 8 p.m. Wir kommen nicht um 20 Uhr an.
Die Kinder sind heute zur Schule gegangen. The kids went to school today. Die Kinder sind heute zur Schule gegangen. The negated sentence would be, die Kinder sind heute nicht zur Schule gegangen. The kids didn't go to school today. Die Kinder sind heute nicht zur Schule gegangen. Let's take a look at how to negate adjectives. Er fährt schnell. He drives fast. Er fährt schnell. The negated sentence would be, er fährt nicht schnell. He doesn't drive fast. Er fährt nicht schnell. Nicht precedes the adjective. Der Salat sieht lecker aus. The salad looks delicious. Der Salat sieht lecker aus. The negated sentence would be, der Salat sieht nicht lecker aus. The salad doesn't look delicious. Der Salat sieht nicht lecker aus. Nicht precedes the adjective. Er ist Erster geworden. He came in first. Er ist Erster geworden. The negated sentence would be, er ist nicht Erster geworden. He didn't come in first. Er ist nicht Erster geworden. Let's take a look at how to negate adverbs. Er tanzt gern. He likes to dance. Er tanzt gern. The negated sentence would be, er tanzt nicht gern. He doesn't like to dance. Er tanzt nicht gern. Es dauert lange. It takes long. Es dauert lange. The negated sentence would be, es dauert nicht lange. It doesn't take long. Es dauert nicht lange. Er hat sofort geantwortet. He replied right away. Er hat sofort geantwortet. The negated sentence would be, er hat nicht sofort geantwortet. He didn't reply right away. Er hat nicht sofort geantwortet. Wir gehen bergauf. We're going uphill. Wir gehen bergauf. The negated sentence would be, wir gehen nicht bergauf. We're not going uphill. Wir gehen nicht bergauf. You also have to remember that nicht follows a specific time. Wir gehen heute ins Kino. We're going to the movies today. Wir gehen heute ins Kino. The negated sentence would be, wir gehen heute nicht ins Kino. We're not going to the movies today. Wir gehen heute nicht ins Kino. Ich habe viel darüber gelesen. I read a lot about it. Ich habe viel darüber gelesen. The negated sentence would be, ich habe nicht viel darüber gelesen. I didn't read a lot about it. Ich habe nicht viel darüber gelesen. Let's take a look at how to negate numerals. Ich habe alles gesehen. I saw everything. Ich habe alles gesehen. The negated sentence would be, ich habe nicht alles gesehen. I didn't see everything. Ich habe nicht alles gesehen. Ich habe drei Söhne. I have three sons. Ich habe drei Söhne. The negated sentence would be, ich habe nicht drei Söhne. Ich habe vier Söhne. I don't have three sons. I have four sons. Ich habe nicht drei Söhne. Ich habe vier Söhne. In German, there's a funny saying. Er hat nicht alle Tassen im Schrank. Literally, that means he doesn't have all the cups in the cupboard. Er hat nicht alle Tassen im Schrank. It actually means he's not right in the head. Let's take a look at how to negate proper nouns. Wir wohnen in Hamburg. We live in Hamburg. Wir wohnen in Hamburg. The negated sentence would be, wir wohnen nicht in Hamburg. We don't live in Hamburg. Wir wohnen nicht in Hamburg. Sie heißt Anna. Her name is Anna. Sie heißt Anna. The negated sentence would be, sie heißt nicht Anna. Her name is not Anna. Sie heißt nicht Anna.
Er kommt aus der Schweiz. He comes from Switzerland. Er kommt aus der Schweiz. The negated sentence would be, er kommt nicht aus der Schweiz. He doesn't come from Switzerland. Er kommt nicht aus der Schweiz. Let's take a look at how to negate nouns with a possessive pronoun. Das ist mein Fahrrad. That's my bike. Das ist mein Fahrrad. The negated sentence would be, das ist nicht mein Fahrrad. That's not my bike. Das ist nicht mein Fahrrad. Das sind meine Kinder. These are my kids. Das sind meine Kinder. The negated sentence would be, das sind nicht meine Kinder. These are not my kids. Das sind nicht meine Kinder. Let's take a look at how to negate nouns with a definite article. Das ist das größte Problem. That's the biggest problem. Das ist das größte Problem. The negated sentence would be, das ist nicht das größte Problem. That's not the biggest problem. Das ist nicht das größte Problem. Das ist das erste Mal, dass mir das passiert. That's the first time that this is happening to me. Das ist das erste Mal, dass mir das passiert. The negated sentence would be, das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert. That's not the first time that this is happening to me. Das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Das ist die beste Lösung. That's the best solution. Das ist die beste Lösung. The negated sentence would be, das ist nicht die beste Lösung. That's not the best solution. Das ist nicht die beste Lösung. Now let's take a look at how kein is used. In order to use kein correctly, you have to know how to decline it. This is a very important table. It shows the different cases, nominative, accusative, dative, and genitive, and it shows the genders, neutral, feminine, masculine, and plural. So we have kein Haus, which means no house, keine Familie, no family, kein Arzt, no doctor, keine Stühle, no chairs. And you see the different versions of kein for each case and for each gender. You have to remember that kein precedes the noun. Let's take a look at how to negate nouns with an indefinite article. Er hat eine Tochter. He has a daughter. Er hat eine Tochter. The negated sentence would be, er hat keine Tochter. He doesn't have a daughter. Er hat keine Tochter. Das ist ein Problem. That's a problem. Das ist ein Problem. The negated sentence would be, das ist kein Problem. That's not a problem. Das ist kein Problem. Alina möchte einen Apfel essen. Alina wants to eat an apple. Alina möchte einen Apfel essen. The negated sentence would be, Alina möchte keinen Apfel essen. Alina doesn't want to eat an apple. Alina möchte keinen Apfel essen. Let's take a look at how to negate nouns with no article. Wir haben Geld. We have money. Wir haben Geld. The negated sentence would be, wir haben kein Geld. We don't have money. Wir haben kein Geld. Sie hat Angst. She's afraid. Sie hat Angst. The negated sentence is, sie hat keine Angst. She's not afraid. Sie hat keine Angst. You have to remember that kein precedes the attributive adjective. Das ist eine gute Idee. That's a good idea. Das ist eine gute Idee. Das ist keine gute Idee. That's not a good idea. Das ist keine gute Idee. Wir haben einen schönen Strand gefunden. We found a beautiful beach. Wir haben einen schönen Strand gefunden.
The negated sentence would be, wir haben keinen schönen Strand gefunden. We didn't find a beautiful beach. Wir haben keinen schönen Strand gefunden. Let's take a look at some more examples. Ich habe keine Ahnung. I have no idea. Ich habe keine Ahnung. Er möchte keinen Kuchen essen. He doesn't want to eat cake. Er möchte keinen Kuchen essen. Maria möchte heute nicht in die Schule gehen. Maria doesn't want to go to school today. Maria möchte heute nicht in die Schule gehen. Ich habe keine Zeit. I don't have time. Ich habe keine Zeit. Das ist nicht meine Schuld. That's not my fault. Das ist nicht meine Schuld. Ich bereue keinen einzigen Tag mit dir. I don't regret one single day with you. Ich bereue keinen einzigen Tag mit dir. Das war kein Scherz. That wasn't a joke. Das war kein Scherz. Kein Kommentar. No comment. Kein Kommentar. Keine Panik. Which basically means don't panic. Keine Panik. Du sollst keine Steine werfen. You're not supposed to throw rocks. Du sollst keine Steine werfen. Macht bitte keinen Lärm. Please don't make noise. Macht bitte keinen Lärm. If you say macht bitte keinen Lärm, we're addressing more than one person. If you're just addressing one person, you would say mach keinen Lärm. If you're addressing someone in the formal way, you would say machen Sie bitte keinen Lärm. Please don't make noise. Machen Sie bitte keinen Lärm. In meiner Wohnung sind keine Haustiere erlaubt. In my apartment, pets are not allowed. In meiner Wohnung sind keine Haustiere erlaubt. Er trinkt keinen Alkohol. He doesn't drink alcohol. Er trinkt keinen Alkohol. Ich weiß nicht, was er will. I don't know what he wants. Ich weiß nicht, was er will. Ich weiß es nicht. I don't know. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht mitkommen. Es tut mir leid. I can't come along. I'm sorry. Ich kann nicht mitkommen. Es tut mir leid. Hast du kein Auto? Don't you have a car? Hast du kein Auto? Ich fahre nicht mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Bus. I'm not going by bike. I'm going by bus. Ich fahre nicht mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Bus. Er will sich nicht blamieren. He doesn't want to make a fool of himself. Er will sich nicht blamieren. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Unfortunately, I didn't watch the game. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Er hat mir nicht geschrieben. He didn't write to me. Er hat mir nicht geschrieben. Die Internetverbindung ist heute nicht gut. The internet connection is not good today. Die Internetverbindung ist heute nicht gut. Er hat kein Wort mit mir geredet. He didn't speak to me. Er hat kein Wort mit mir geredet. Er möchte nicht, dass du mitkommst. He doesn't want you to come. Er möchte nicht, dass du mitkommst. Ich will nicht zunehmen. I don't want to gain weight. Ich will nicht zunehmen. Es gibt keine Alternative. There's no alternative. Es gibt keine Alternative. Alright, I just gave you a ton of examples using kein and using nicht. Don't forget to visit germanwithjenny.com if you want to do some exercises and practice what you've learned today. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!